Grüß Gott, ich will über mein Kaufverhalten reden. Ich muss sagen, im Juli war ich ein bisschen braver, im August bin ich jetzt wieder ausgerastet, aber dazu im nächsten Video mehr. Ich muss gestehen, ich schau mal gerade, was da noch drinnen ist. Ah, ja. Die zwei Rechnungen muss ich mir aufheben, weil ich habe noch nicht das Ganze zusammengeschrieben schon wieder, weil ich ja die ganze Zeit arbeiten war. Und jetzt aktuell habe ich dann Urlaub, deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe die Sachen für euch ab. Ich zeige euch jetzt mal, was ich mir im Juli gekauft habe noch. Den Haul habt ihr ja eh gesehen. Noch zusätzlich, da drehte ich mir den Hintern, habe ich mir die Essence Lip Liner gekauft in 01 Multitalent Wonder. Die waren ja um 95 Cent reduziert, ich hätte warten sollen. Ja, da ärgere ich mich extrem drüber. Ich habe aber noch zwei gekauft, die seht ihr im nächsten Kaufverhalten-Video. Ja, was ich noch gekauft habe, ich habe bei Müller gab es 75% auf OPI-Nagellack. Ich habe es auch auf Instagram in der Story geteilt, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe aber gesehen, es hat nicht mehr jede Filiale OPI-Nagellack gehabt. Ich habe es in der Lugner City noch gesehen, da gibt es noch Reste bei mir in der Filiale. Und sonst habe ich es nirgendwo gesehen. Also ich weiß nicht, welche Filiale es noch hat. Also ich habe mir ganz viele gekauft und ich muss sagen, ich muss meine Nagellacke wieder durchschauen und versuchen, welche auszusortieren. Weil es sind so viele OPI-Nagellacke jetzt, ja. Deswegen muss ich versuchen, welche auszumisten. Ich habe da auch schon ein paar im Blick, was ich ausmisten werde vielleicht. Und ein paar versuche ich noch aufzubrauchen, so wie den ich gerade drauf habe. Aber ja, fangen wir mal an mit denen, die ich mir gekauft habe. Ich muss ein bisschen schütteln, weil sie verfärben sich so, weil sie da drin liegen. Ich habe mir als allererstes No Room for the Blues gekauft. Der sieht so aus. Der schaut so geil aus in der Kamera. Ich meine, so kommt er gar nicht. Na oh ja, doch, er kommt schon so rüber, wie er da ausschaut. Der ist sowas von schön. Und ich muss sagen, ich habe für jeden, also für einen Nagellack von OPI nur 4 Euro bezahlt. 4 Euro für einen OPI-Nagellack, was eigentlich 16 Euro kostet. Dann habe ich mir den Dolce de Leche, glaube ich, spricht man das aus? Ich glaube, das ist, keine Ahnung. Ich blende euch das mal kurz ein hier. Also ich zeige euch das mal, so heißt der. Der sieht so aus und den finde ich auch wunderschön. Der ist auch sehr, sehr schön. Ist genau mein Beuteschema, sagen wir mal. Und für 4 Euro, da musste ich die mitnehmen. Ich weiß, es klingt wie eine Ausrede, aber ich musste die für 4 Euro einfach mitnehmen. Dann habe ich mir so ein Flieder Lilla gekauft. You're such Budapest. Komischer Name. Hier seht ihr den. Der ist auch sehr, sehr schön. Den mag ich auch sehr, sehr gern von der Farbe. Ich habe alle auf meiner Mom aufpinselt letztes Mal, wie ich mir die gekauft habe. Ja, das ist so mein Testopfer meiner Mutter. Dann habe ich Yank My Doodle und die Farbe finde ich überhaupt so schön. Ich habe auch solche Farben, glaube ich, noch nicht. Das weiß, das sagt jeder, aber ich habe solche Farben wirklich noch nicht. Ich habe wirklich geschaut, dass ich mir jetzt nicht das 100. Rot oder das 100. Grün nehme, sondern wirklich die Farben halt, die ich wirklich benutze. So wie den. Den habe ich ja auch mal aufgebraucht. Das ist Trickle My Friends. Den muss ich gar nicht schauen, sondern das weiß ich auswendig. Den musste ich mir nochmal kaufen. Ich habe den ja aufgebraucht. So viel ich weiß, geht auch OPR komplett bei Müller raus. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die dann noch herkriegen soll. Das ist Trickle My Francie. Kennt ihr aus zigtausend Videos von mir, weil ich den überall oben gehabt habe. Und ich habe den geliebt. Ich habe den wirklich geliebt. Deswegen habe ich mir gedacht, du hast den aufgebraucht, kauf da einfach nach. Warum auch nicht, oder? Zwei habe ich noch. Dann haben wir es geschafft. Ich gebe mein Haar. So, dann habe ich einen orangenen. Ich muss die mal schütteln, weil die schauen so grässlich aus nach einer Zeit, wenn man die stehen lässt. In My Back Pocket heißt der. Der sieht so aus. Ist jetzt ein bisschen verfälscht, weil ich den schütteln musste. Ist halt ein sehr, sehr schönes, knalliges Orange. Das Problem war auch in der Filiale, wo ich arbeite, sind die OPI-Nagellacke so lange rumgestanden, weil die keiner gekauft hat. Ich glaube, deswegen sind die auch aus dem Sortiment gegangen. Weil sie einfach niemand kauft. Okay, ich nehme es zurück. Da ist ein Rot. das ist der We the Female? Klingt komisch, oder der Name? Aber so heißt er. We the Female. Der ist wirklich schön. Den fand ich von der Farbe her so. Der ist richtig einzigartig von der Farbe. Er kommt doch richtig in der Kamera rüber. Der ist ja der Hammer. Der Oberhammer.
Also ich bereue diesen OBR-Naglerkauf überhaupt nicht. Ich kann euch ja mal die Rechnung zeigen. Es ist 16 Euro haben sie kostet, 12 Euro ist abgezogen worden und ich habe dann nur noch für einen 4 Euro bezahlt. Ach, 84 Euro habe ich mir erspart. Wahnsinn, oder? Und 28 Euro habe ich für die zahlt, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Ja, ich bereue den Kauf überhaupt nicht. Ich finde, das war ein richtig gutes Angebot. Ich bin in letzter Zeit so ein Sale-Shopper. Überhaupt jetzt im August wieder. Seht ihr dann in laufenden Haul-Videos. Leider. Ja. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich war im Juli eigentlich eh relativ brav. Jetzt im August drehe ich ein bisschen durch wegen dem Urlaubsgeld und so. Ihr wisst ja, wie das ist. Ja, aber im Juli war ich wirklich brav. Ich konnte mich zusammenreißen. Ich habe, wie ihr gesehen habt, nicht so viel gekauft. Nur ein, zwei Mal war ich im DM, den Haul habt ihr aber eh gesehen. Das war, glaube ich, da, wo ich einmal mit der Min unterwegs war. Ja, den DM-Haul habt ihr eh gesehen. Das ist das Einzige, was ich mir im Juli wirklich geleistet habe. Die Lip-Liner, die zwei, die ihr jetzt noch gesehen habt, und eben die OPI-Nagellacke. Das geht eigentlich. Ich schreibe euch dann wieder runter, wie viel ich ausgegeben habe und das Ganze, weil ich wieder mal vergessen habe, das vorher einzutragen. Ja, mir fällt ehrlich gesagt nicht mehr ein, was ich noch sagen kann. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir mal schreiben, wie euer Verkaufsverhalten im Juli war. Ich bin im Juli echt stolz auf mich gewesen, nur jetzt halt wieder nicht, aber egal. Und ja. Mein Hund dreht gerade durch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye.